zusammen. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht, wie man diese Saatguttütchen selber machen kann. Und die liebe Ute, die hat gesagt, zu meinem Stempelkissenaufbewahrung, das wäre gut für Saatguttütchen. Also mache ich jetzt mal eine richtig schöne Aufbewahrung für diese Tütchen. Ich habe hier diese Pappe. Die ist ein bisschen dünner, wie auch bei den Stempelkissen, habe ich die auch genommen. Die flattert uns alle paar Monate ins Haus. Die Pappe, die tue ich mir mal weg. Die ist schön. Dann muss ich jetzt erstmal ausmessen, wie breit es ist. Sind gut 6 cm. Also mache ich 7. Muss ja ein bisschen Luft haben. Und die Höhe, ja... Ja, würde ich auch sagen, 6 cm. Guck dann ein bisschen, oder nee, 5. 5 mal 7 reicht. Da hole ich mir erstmal mein Falzbrett. Nee, dann gucken wir auch, wie in dem Haul, das Billige, wie das funktioniert. Mehr als versemmeln kann ich ja nicht, ne? Gut, was habe ich gesagt? Höhe 5, Breite 7. 7 und 7 sind 14, also 14 müsste auf jeden Fall lang sein. Und dann noch was für die Tiefe. Ne, das ist zu wenig. Dann mache ich da. Ja, das ist ja super, ne? Das ist ja länger als das Brett. Ja. Ist ideal. Ne, ist nicht ideal. Da kriege ich ja nicht durch. Ja. Ja. Ein andermal. Dann machen wir damit, ne? So, da lege ich mir das hier oben einfach an. Das ist auch gut. Die Höhe. 5. Das heißt, das Lineal ist zu kurz. Ich hole mal gerade ein längeres Lineal. So, langes Lineal. Die Mutter hätte alles. Ja, die Höhe ist gut. Doch. So, jetzt hole ich mir doch ein Falzbrett eben zum Falzen. Ja! Aber zuerst mache ich das Messer zu. Also, da sagen wir, 1 cm zum Kleben. Ne? Reicht 1 cm? Ja, doch. 1 cm zum Kleben. Junge, ist das rau. 7 cm breit, also nächste Falzung bei 8. So, und wie tief will ich das jetzt haben? Ja. Wenn ich das jetzt da habe, ja, doch. Also ich sortiere die immer nach Monaten, die Tütchen. Alles, was mal im Januar aussehen kann, ab in ein Kästchen. Beziehungsweise, da habe ich einen Trenner dazwischen. Dann der Februar und so weiter und so fort. Ist für mich sinnvoll. Ja, im Januar hat man nicht so viel. Man kann dann, gut, man kann 12 Fächer machen. Hat man mehr Saatgut, gerade für die Sommermonate, da macht man ein paar Fächer mehr, da hat man halt 2 Fächer für die Juni oder so, ne? Ja, ich würde sagen 7 cm. Machen wir so ein Quadrat, wa? Ja, da können wir auch direkt Ausschwenkarm probieren. 7. Also hier das etwa 8. Plus 7 sind 15.
plus 7 sind 22. Und noch 1. Und Nummer 7 sind 29. Ja, das ist schon... Hier fehlt mir echt die Anschlagkante. Obwohl, dann kommt man auch nicht so schief, falls sich der Arm verzieht. Ah ne, Quatsch, hier kann man ja abschneiden. Gut. Und schönes Kärtchen. Da tun wir natürlich auch weg. Schmeißen wir ja nicht weg. Ne? Könnten wir ja hier brauchen. So. Jetzt falte ich das an den Kanten. Und klebt dies zusammen. Hat man ein schönes Quadrat. Also ein Pappstreifen von 5 cm Höhe. Die erste Falz bei einem Zentimeter und dann alle 7 cm, dass man ein Quadrat hat. Und das mache ich jetzt direkt ein paar Mal. Obwohl, hier, da kann ich mal messen. Das sind 8. Wenn ich mir die direkt abschneide, vielleicht passt es dann. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Moment, da könnte ich doch, das hatte ich eben, ja, da ist es. Da könnte ich vielleicht doch noch im Gesamten hier auf dem Brett machen. So, da tun wir die direkt beiseite. Wie gesagt, das ist jetzt für die Saatguttütchen, die ich selber mache. Ne? Die sind ja klein. Auch nicht so besonders breit. Wenn man jetzt andere Saatguttütchen hat, dann muss man das anders ausmessen. Zum Beispiel wie hier. Das ist ein ganz anderes Maß. Das ist ja viel breiter. Ist ja 7,5, da würde ich 8 cm nehmen. Ne? Und da kann man auch ein bisschen höher gehen. Ja, 6, 7 cm, damit es eine vernünftige Höhe hat und die nicht also. Ne? Klar, wie ich das gemeint habe. Ne? So, jetzt mache ich das mal schnell mit allen Streifen. So, wie man sieht, habe ich sie jetzt alle zusammengeklebt, die Schnitten und zusammengeklebt. Ich muss aber sagen, das Schneidebrett, das fängt nachher an zu fetzen. Kann er das sehen? Das ist nicht besonders schön. Und manches ist schief. Kann aber auch sein, dass er mir liegen hat. Aber das macht nichts. Da tun wir nach hinten, weil der Ganze bekommt ja hinterher noch eine Rückwand. Von daher sieht kein Mensch mehr. Ist also egal. Jetzt habe ich 12 Stück gemacht, für jeden Monat 1. Und da dachte ich mir, die mache ich dann so zusammen. 6 Stück in einer Reihe. Obwohl, das ist verdammt weit, lang, ne? 6 Stück in einer Reihe ist lang. Wie wird mit einem Quadrat? Das ist auch gut. Ich guck mal eben. Nein. Ja, doch, doch, das geht. Machen wir ein Quadrat, ne? Man kann noch 2 Reihen machen oder 3, was weiß ich. Kann man auch.
drei Reihen, dass man das dann da oben hinsetzt. Ja. Oder so. Erstes Quartal, zweites Quartal, drittes Quartal und viertes Quartal. Ist auch gut. So, jetzt klebe ich die erstmal zusammen. Ja, auf ist. Wie gesagt, nach hinten mache ich das, denn das sieht man nachher nicht mehr. Durch die Rückwand packen wir noch total ein. Da fällt das nicht mehr auf. Absolut nicht. So, jetzt mache ich das hier, was ich bei meinem Stiftehalter nicht gemacht habe. So, treppenartig aufbauen. Jawohl. Dann wird der Ganze nämlich mehr gerad und nicht so schief und verzogen. Oder doch? Wo sind wir noch hier gerad? Ajö. Gut, ich mache die jetzt die nächsten drei. Dann die drei und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir zusammengeklebt. Ja, halt nicht überall richtig. Und dann wollen wir ja ein Rückenteil haben, ne? Das heißt, das reicht nicht für die gesamte Breite, egal wie ich es mache. Da ist ja auch hier noch. Ja, da muss ich mir dann ein bisschen ausmessen. Also, ach Gott, ne, hier noch ein längeres Mal Lineal. Ja, das reicht. So, da haben wir hier 21,5. Stimmt das? Ach Gott, dahinter kann man überhaupt nicht messen durch die Klammern. Ne, 21 jetzt. Willst du mich jetzt veräppeln? Ne, 21,5. 21,5 plus 5 sind 26. Ach Quatsch, sind 31,5, jo. 31,5. Wo ist es? 8, noch ein Tipp. Ich habe mir hier die Klingen umgesetzt. Weil die Schneideklinge mache ich lieber nach unten. Denn wenn man so in Action ist, man hat schnell mal sonst das Falsche erwischt und dann hat man abgeschnitten. Das ist blöd. Deshalb habe ich die Schneideklinge nach unten gesetzt und die Falzklinge nach oben. So, 31,5, ne? Jo. Jetzt muss man hier natürlich achten, dass der Arm richtig ausgeklappt ist. Je länger das Teil wird, umso wichtiger ist das. So. 31,5 und zack und es fetzt. Naja, gut. 2,99, was soll ich sagen, ne? Schneide man da ein bisschen lang die Fetzeln ab. Ich glaube, im nächsten Video nehme ich wieder mein altes. Mein gutes. So, jetzt müssen wir die erste Falz, also auf der einen Seite, bei 5 cm machen. Dum, da, dum. Oder hat jetzt auch gerade hier doch? Ne, doch. 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 Und auf der Moment, 5 oder 7? Gott. War 5, ne? Ja, ja, 5. Gott, jetzt weiß ich aber auch. Echt. Ne, ganz besonders gerade tut das auch nicht falsch. Mal so, mal so. Dann muss man verdammt genau gucken bei dem.
Ja, und auf der anderen Seite auch. Fünf. Ja, aber dafür haben wir ja hier unten noch so ein Zentimeter-Dingens. Da. So. Und dann auf der Längsseite auf einer auch. Und das müssen wir mit der anderen Pappe auch machen. Brauchen wir nämlich zwei für. Wo bist du? 31,5. Und hier wieder ran. Ja, das ist doch angenehmer, wenn man auch an der Verlängerung einen Anschlag hat. Also wenn einer nur mal testen will, das billige Falzbrett hier, okay, Dauergebrauch, nee, dann holt euch lieber was Anständiges. So, jetzt schneiden wir die ein. Und zwar hier, sieht man das so knapp daneben, ganz knapp daneben. Bis zum Kreuz und hier dann so dann ist weg, dann dass man so ein kleines V hat. Das machen wir hier am Rand auch. Lässt sich dann sauberer kleben. Ich hoffe, ich jetzt nicht gestupst. Wenn, dann tut es mir schrecklich traurig. Ja, jetzt bin ich da natürlich was weiter rüber. Das ist auch egal. Hauptsache passt nachher. Wir wollen ja nicht die Kronjuwelen von England da drin unterbringen, sondern nur unser Saatgut. Außerdem verkleiden wir das ja noch, damit wir ein schickes Kästchen bekommen. Jetzt merke ich aber doch, auf der anderen Seite, von der anderen Seite ein bisschen Licht wird doch nicht verkehrt. Also, ich werde mir auch die zweite Lampe noch aufstellen. Ansonsten ist die gut. Ich bin zufrieden. Obwohl, ich muss schon sagen, 9,95, das merkst du schon, ne? Das merkst du echt. Die wackelt wie ein Kuhschwanz. Aber ich will ja auch nur, dass sie mir leuchtet. Ich will ja kein Tango mit der tanzen. So. Zack. 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 Muss man alles einmal kurz ein bisschen umknicken. Muss man nicht mit dem Falzbein, weil wir wollen ja nicht ganz rum. Wir wollen ja eh nur als Schachtel, ne? Jetzt muss ich aber noch gucken. Papa. Wegen dieser Breite. Seht ihr? Denn an einem muss ich jetzt noch was abschneiden. Ob ich will oder nicht. An einem muss noch was ab. Ja, ich würde fast sagen. Achtundzwanzig fünf, das heißt 1,14,5, nee. Beide 14,5, die kann ich, nee, kann ich nicht überlappen, das sieht blöd aus. 14,14, da haben wir einen halben Cent. 1,14,5 und 1,14. Oder so. Jetzt gucken wir mal, wie viel ist das? 16. Was sagte ich? 28,5?
16. 12,5 darf da noch sein. Hey. 12,5. Ja. Also 17,5 in der gesamten Breite. Ja. In der gesamten Breite. Oh Gott, ich hasse das Ding. Schau es. Ne, meint es besser. Ja, ich bin verwöhnt. Stimmt das jetzt auch? Doch. Ja, sicherheitshalber immer noch mal nachdenken, bevor man schneidet, denn wenn zu viel ab ist, das ist immer doof, ne? Dann hängst du nämlich da. Ist so. Dann ist das Ding passiert. Jut. Ja, doch, so durfte doch drauf gehen. Ach, jetzt räume ich schon wieder auf. Ich komme jede Mal weg. Euch brauche ich nicht mehr. Duck, duck. Doch. Jo, da kleben wir die Öhrchen an. Die Wäscheklammern hier sind gut. Die sind so klein. Die sind keine richtig großen, die sind ein bisschen kleiner. Die sind gut. Die habe ich hier, Wäscheklammer 24 Stück für 1 Euro. Von Teddy. Günther das lesen. Muss ich ja nichts zu sagen, ne? So was sehe ich auch immer erst zu Hause. Dabei jede bestimmt auch solche. Ja, ich weiß nicht, ob es so kleine gibt, aber bestimmt auch welche, die nicht so weit weggebaut werden. Das riecht mir schon ein bisschen auf. Wäscheklammern. Alter Schwede. Wäscheklammern aus Pusemuckel. Passt. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. So. Jo. Jo. So, das hatte ich zuletzt, ne? Und ab darüber. Der ist nämlich jetzt. Der zieht so schnell an, das ist irre. So, und jetzt heißt es, hier die Seiten einkleistern. Damit man das dann auch zusammenschieben kann. Boah, gleich bin ich high. Der stinkt. Aber er zieht schnell an. Die anderen Sachen, die habe ich mit dem anderen Kleber gemacht. Aber hier jetzt für die Kamera, das dauert sonst alles zu lang. Jetzt brauche ich wieder ein paar Wäscheklammern. So, und dann drücke ich das, was unten ist, noch zusammen.
Mein Mann hat anfangs gedacht, ich wollte ihn verarschen, wie ich sagte, die Pappe ist gut, die behalte ich. Aber die ist gut. Dann brauche ich die ja nicht wegschmeißen. Was heißt, die wird ja nicht in den Restmüll schmissen, sondern in Altpapier, aber trotzdem. Und dann gehe ich hin und kaufe mir welche. Na ja, klar. So sehen die aus. So. Kommt, ich drücke mal was mehr rein. Erst einmal. Und hier überlappt. Ja, toll, da überlappt. Nicht, aber hier überlappt. Ja, was ist da? Dun, dun, dun. Aber das verkleiden wir noch alles. So, und jetzt finde ich das hier nämlich blöd mit dem Spalt. Ist schon früher bei den Schränken. Da war ja so Presspappe oder wie man das nennt, die Hartfaserplatten, ganz genau, so heißt. Und die waren zweigeteilt. Und da fand ich schon immer blöd, ne? Die sind irgendwann auseinandergegangen nach hinten und ja, dann ist alles rausgefallen, fand ich schon doof. Außerdem konntest du halt mal durchgucken. Fand ich blöd, total blöd. So, das schneide mir hier dazu einfach mittig zu. Irgendwie. Das muss dann nicht immer so genau sein. Nur ein Stückchen ab. Ja, komm. Ein Stückchen. Komm her. Was ist? Ja. Das ist nur hinten zur Verstärkung dann. Und dann wenn er da ein bisschen auf ist, macht nichts. Also. Okay. Nochmal Stinkekleber. So, fertig. Ja, klebt echt zu schnell. Das ist irre, das Zeug. Stinkt wie Bock. Dabei in meiner Kinderzeit, da jabet ja nur so ein Kleber, ne? Ist ja irgendwann abgeschafft worden, weil es Leute gibt, die schnüffeln das Zeug. Ja, scheiße, da finde ich nichts dran. Wenn ich das schnüffel, boah. Jo, doch. Jo, hier sind überlappt, macht aber nichts. Und jetzt will ich das ja noch ein bisschen hübsch einpacken. Na, das lasse ich ja nicht so. Das sieht ja blöd aus. Na, da passt sie ja von der Länge. Ah, oh, der hat tolle Papiere. Nee. Ich sehe aus. Dann haben wir hier. Nee, V. Das ist schon ganz schön. 1, 2, 3, 4. Ja, doch. Oder hier. Nee, die Blätter hier. Die passt doch, ne? Nimm mal die Blätter. Oder sollen wir das holen? Entschuldigung. Ach, hole mir das. Jo, hole mir das. Das nicht, das finde ich doof. Boah.
ich dann auseinanderkriege. Ja. So. Jetzt sehen wir die Länge. Haha, ist zu lang, das ist gut. Warum ist das gut? Wie in der Kante hier oben. Also nochmal. 28,5. Ach Quatsch, nee, Promi ja nicht, ne? Nö. Junge Leute, ich sabbel und sabbel und sabbel. Und dabei war die Kamera aus. Naja, gut, wirklich viel verpasst hat er auch nicht. Ich habe es verkleidet. Das sieht hier franzelig aus, weil das ist der lange Block. Ich kaufe mir keinen langen Block mehr. Nie wieder. Die franseln all. Die sind schrecklich. Dann habe ich mit Restpappe, habe mir die auf, oh Gott, schon wieder vergessen, 6,5, ne? Ja, auf 6,5 mal 10 cm geschnitten, abgerundet. Gut, muss man nicht abrunden. Ich finde es schöner. Dann passen die Saatguttütchen rein. Das ist nämlich ein bisschen höher als das Tütchen. Und hier oben kann man dann noch kleine Monate hinschreiben. Oder die Jahreszeit. Was weiß ich, wonach er macht. Vielleicht nach dem Alphabet oder so. Und das Ding, da kann man also noch beliebig erweitern. Verkleiden kann man das auch mit Geschenkpapier und Butterhass oder Packpapier, Zeitung. Kannst alles nehmen. Ja, so sieht es aus. Ich finde, es ist ganz manierlich geworden. Nur das billige Schneidebrett benutze ich nicht mehr. Ich nehme nur noch das Gute. Eindeutig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wäre es lieb, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben lasst. Habt ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, dann drückt die Abo-Taste und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Der Klebstoff ist noch auf. Ja, und ansonsten, ich wünsche euch was. Tschüss.